Jo, meine Freunde, wir machen uns jetzt auf den Weg zu unserer wahrscheinlich letzten Reise in eine Richtung Stadt, so ungefähr. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich selber sage. Jetzt kommt noch ein Kampf. Nein, natürlich nicht. Haben wir Glück gehabt. So, das ist der Weg zur Pokémon-Liga. So. Zack. Oh, du trägst den Felsorden. Dann darfst du weitergehen. Ja, Route 23, sage ich euch. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Quellorden hast. Oh, wunderbar, du trägst den Quellorden. Okay, setze deinen Weg fort. Ja, das werde ich, Kumpel. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Donnerorden hast. Wunderbar, du trägst den Donnerorden. Okay, setze deinen Weg fort. Ja, das werde ich. Jetzt geht's los. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Farborden hast. Wunderbar, du trägst den Farborden. Okay, setze deinen Weg fort. Jetzt geht's langsam über Wasser. Da ich keinen Bock auf den Pokémon-Kampf habe, werde ich jetzt direkt auch einen Schutz einsetzen. Ja, das ist schon... Beziehungsweise setze ich mal das Schutzband ein. Mein Front-Pokémon darf das benutzen, das heißt, wir haben dann weniger Kämpfe. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Seelenorden hast. Wunderbar, du trägst bereits den Seelenorden. Setze deinen Weg fort, junger Padawan. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Sumpforden hast. Wunderbar, du besitzt den Sumpforden. Okay, setze deinen Weg fort. Ja, trotzdem kämpfen, finde ich, ist toll. Bringt viel dann unser Band. Ja, es ist schon... Bringt also viel. So. Oh. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Vulkanorden hast. Wunderbar, du hast den Vulkanorden. Okay, setze deinen Weg fort. Okay. Und jetzt kommt der letzte zu passierende Mann. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Erdorden hast. Wunderbar, du besitzt den Orden. Besetze deinen Weg fort. Willkommen in der Siegesstraße. So, ab hier benutzen wir nicht nur das, sondern auch einen super Schutz. Natürlich haben wir nicht mehr genügend da. Ich Vollidiot. So, müssen wir schauen, wie war denn das hier? Wie ging es denn hier los? Ah, okay, dann müssen wir das machen. Ah. Sind die also stärker als unsere Pokémon? Toll. Ey, das ist echt blöd. Das ist echt mies. Wir setzen mal unsere Stärksten nach vorne. Ja. So, wir werden mal rüber rushen. So, jetzt habe ich natürlich auch... Jetzt, nee, wir machen das so. Wir werden die Siegesstraße natürlich vollkommen machen. So, zack, 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 zack. Okay, zack, zack. Sehr gut gemacht. Dann hätten wir hier diesen Weg auf freigeschaltet. Okay, ein Ast-Trainerin, die muss ich jetzt nicht unbedingt direkt als erstes bekämpfen. Onix. Ja. Ein Onix Level 46. Ist recht schnell besiegt. Durch einen Surfer. Denke ich mal. Das ist sehr effektiv. Bringt uns aber auch nicht so viel PS, glaube ich, oder? 700, ja, es geht sogar. Das ist jetzt nicht die Welt, aber... Oh. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Das ist natürlich mies. Ach, come on, Marshock. Muss doch nicht sein. Bitte, komm schon, ey. Jetzt sei nicht so. Es ist eine Drachenklaue. Das ist natürlich kein schlechtes Item. Das ist natürlich Ast-Trainerin. Onix. Onix. So. So, wir werden jetzt hier auf jeden Fall...
Ich kann auch nicht wieder herfliegen, das ist das Schlimmste. So, lassen wir mal unsere Täubchen an die Front, mal schauen, was die uns so sagt, die Australian. Glaubst du etwa, du kannst es mit mir aufnehmen? Ich schwör, ja, ich habe so das Gefühl, dass das hinhauen könnte. Bin mir aber dessen nicht so ganz bewusst. So, jetzt muss ich gerade nur schauen. Okay, Snobillycat 42. Boah, die sind schon echt stark hier, also. Muss man schon sagen. Das muss man denen schon lassen auch. Müssen echt auf der Hut sein. Ich werde noch 2 Folgen aufnehmen. Und dann reicht das mir für heute. Habe ich genug aufgenommen, auf jeden Fall, bin ich mir sicher. Für die nächsten. Eigentlich bin ich schon fertig, wenn ihr diese. Oh. Fuck, was soll der Shit, man? Einfach so einen Volltreffer zu machen, das geht gar nicht, ey. Oh. Oh, Wahnsinn. Das ist echt nicht fair, Mann. So, ein Ponita wird gerufen. Ja, da haben wir eigentlich. Ja, Mai, aber. Ja, aber ich will eigentlich nicht Lapras benutzen. Was bringt mir das, wenn Lapras 46 wird und der Rest noch nicht mal 45 ist? Was bringt mir das? Das ist ja. Lächerlich eigentlich. Komm, jetzt mach mal ein bisschen hier. Ein auf Donner-Pokémon. So. Müsste ja reichen nach 2 Angriffen. Ja, Agilität steigt stark. Das ist natürlich eine tolle Sache für dich. Ein Hypertrank von Ast-Trainer Naomi. Okay. Einmal bitte Ruckzuckhieb. Nützt genug. Dann jetzt ein Donnerblitz noch. Bodycheck. Da bin ich mir jetzt eigentlich ziemlich sicher, dass meine Donnerblitzattacke reichen wird für die. Zack, zack, zack. Und das reicht für dein Ponita. Diese Ast-Trainer sind immer wieder eine gelungene Art, mir in die Suppe zu spucken. So, wir werden jetzt natürlich mit Galoppa eine größere Art von Problem haben. Naja, aber das werden wir trotzdem hinkriegen. Denke ich mal, ja, 2 Donnerblitze müssten da hinhauen. Sehr schön. Okay, unser Funke hat bald Level 45 erreicht. Ich dachte nicht, dass das so schnell geht mit dem Level, dass er uns aufholt. Aber, man siehe da, ich irre mich oft. So, das heißt, wir können jetzt auch wen anders voranschicken. Lassen wir mal Täubchen Level 44 werden, würde ich sagen. So langsam. Weil Täubchen hat noch nicht so den Levelbereich erreicht wie die anderen. Hier, zack. Geh mal dir mal einen Hypertrank und sehen zu, dass du so langsam aber sicher auf die 44 zusteuerst, mein Täubchen. Es wäre dir zu gönnen. So, super. Wir werden jetzt diesen Part, werde ich ab jetzt, also was ab jetzt, sondern seit 3 Minuten läuft ungefähr der Timer und Begrenzer. Aha. Das ist jetzt inwiefern clever gewesen von ihm. Kann ich mir jetzt nicht so ganz erklären, aber okay. Ja. Da war ich kurze Zeit sprachlos. Aber was auch sonst. Was erwarte ich denn auch von einer KI? So, jetzt müssen wir mal schauen, hoffen, dass er nicht gleich nochmal Konfusstrahl benutzt, weil das würde mir sehr auf die Nüsse gehen. Bodyguard. Habe ich nichts dagegen, dass er das benutzt. Dann benutze ich gleich nochmal Fliegen. Irrlicht ist auch nicht gerade die tollste Attacke, die du benutzen kannst. Warum geht die Attacke daneben? Oh man, jetzt verbrennt er mich auch noch. Das ist kein Schaden, nur verbrennt mich, nur mehr nicht. Damit senkt er aber meinen physischen Schaden. Das ist natürlich mies gemacht. Feuerwirbel geht daneben. Finde ich schnieke, muss ich ehrlich sagen. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Feuerwirbel geht daneben, finde ich auch schnieke. Bodyguard lässt nach, Verbrennung schadet mir. Okay, zack. Jetzt will er mich in diesen mit diesen Feuerwirbelattacken hier
völlig zerlegen. Schafft er auch womöglich. Probieren wir es mal. Mit Glück schafft... Oh, natürlich nicht. Nee. Natürlich schafft er es nicht. Verbrennung schadet und dann würde mir noch der Feuerwirbel was abziehen und dann wäre der Kampf für sie sowieso vorbei gewesen. Schade. Oh, ein Windstoß und dann hat Ling wenigstens sein 45 erreicht. So. Aber wir werden in dieser Folge definitiv nochmal rausgehen aus der Siegestraße und uns erst einmal mehrere Top-Schütze holen. Das ist auch wichtig, weil wir haben nur noch... Was haben wir denn? Ein Top-Schutz? Das ist ja... 600 Schritte, das langt niemals mehr für diese Siegestraße. Das ist ja lächerlich eigentlich. Kann ich denn hierher fliegen? Das wäre schon... episch. Nee, kann ich nicht. Natürlich nicht. Warum denn auch? Warum sollte ich denn auch herfliegen dürfen? Fliegen wir mal hierher. Heilen unsere Pokémon. So. Sehr gut. Pokémon Center. Jetzt hör mir auf. Hör auf, bitte. Komm, hör auf. So, ja, du übernimmst die Pokémon und machst sie wieder topfit. Das finde ich schön von dir. Hast du gut gemacht. Willst du davon jetzt... Deswegen jetzt für mich eine extra Lob haben. Es ist dein Job, also mach ihn gefälligst auch. So, haben wir das jetzt auch erledigt? Nee, jetzt hat. Kaufen. Topschutz. Wir werden uns mal so 25 Stück kaufen. Es ist genug Geld ausgegeben. So, okay. Das reicht. So 25 mal 250. Dürfte für die nächste Zeit reichen. Dann fliegen wir in dieser Folge nochmal zurück, weil mehr geht sich echt nicht aus, kann man so sagen. Das ist natürlich blöd gelaufen. Wir werden noch ein bisschen in der Siegestraße rumlaufen, keine Sorge. Dafür stehe ich dann doch noch gerade. Weil es kann nämlich nicht sein, dass ich hier rausfliege und dann habt ihr nichts davon. Und meint dann, also ich meine dann, dass es dann nicht mehr funktioniert mit der Folge. Nee, keine Sorge. Wir werden dann definitiv noch ein bisschen weitermachen. Jetzt ist nur die Frage, wie weit wir weitermachen werden. So. Ich denke mal, wir werden uns die Items holen. So, haben wir wenigstens nicht mehr den Scheiß zu erledigen. So, machen wir mal hier, zack. Machen wir uns den neuen Topschutz ins Visier. Mal, wo ist er denn? Zack, 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 zack. Da, mein. Select ganz nach oben, bitte. Das muss ganz nach oben. So, jetzt wollte ich ihn gerade auch aktivieren. Das wäre noch eine ganz solide Sache. So, okay. Zack, 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 zack. So, willkommen in der Siegestraße, meine Freunde. Auf ein zweites. Jetzt müsste der Stein wieder nicht da weg sein. Oh Mann, ich krieg's kotzen. Muss ich ihn glatt nochmal dahin schieben? Ah, komm, mach einfach. Komm, bitte. Zack, zack. Und wir werden uns bemühen, diese Siegestraße innerhalb von 3, 4 Folgen fertig zu machen. Vielleicht auch 2. Kommt drauf an, wie lange ich sie mache, die Folgen. Denke ich mal. Hängt immer davon ab, wie ich sie mache. So, haben wir den Weg wieder frei gemacht. Ast-Trainerin ist besiegt, deswegen keine Sorgen. So, zack. Da können wir gleich die Chancen nutzen und das zweite Item holen. Das ist ein Sonderbonbon. Ja, mei. Davon haben wir ja jetzt eigentlich echt viele. Dass wir jetzt einen Kampf führen müssen, ist natürlich nicht so schlau und gut. Ach so, ja gut, passiert. Passiert, wenn wir unser schwächstes Pokémon aus dem Team vorne haben. Naja, was dann auch egal. Wir haben aber eigentlich auch das Schutzband mit Täubchen. Das heißt, es ist eigentlich recht schwer, dass wir da... Na egal. Oh, Ast-Trainer. Ich glaube, du bist gut. Gut genug, um mich zu schlagen. Das glaube ich aber auch. Das glaube ich sogar ganz bestimmt, weil... Was soll man schon mit euch machen? Lasst euch einfach besiegen.
Jetzt weiß mein Täubchen ungefähr in dem Level wie ihr, aber... beziehungsweise alle meine Pokémon, aber es sollte trotzdem reichen für euch. Ja, du hast sogar deinen zweiten Angriff schon gemacht. Ha! Das ist natürlich umso praktischer für uns. Dann haben wir nämlich das erste Mal Fliegen benutzt, ohne dass wir irgendeinen Schaden davon erlitten haben. Bam! Skazam! Sehr schön, aber jetzt natürlich brauchen wir nicht den Volltreffer. So, was kommt denn jetzt? Ein Bisasknosp. Ja, das können wir noch so machen. Da wir einen Vorteil haben, was Attacken angeht, weil wir Windattacken haben. Oh, Schlafpuder ist natürlich nicht gesund. Hoffentlich reicht es. Yes, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr schön. 44. Das freut mich natürlich auch. Als nächstes Shillock. Ja, lass mal unseren Funken auch Level 45 werden. Er hat's verdient, sich in den Donnerblitz da reinzurammen in den anderen. Als nächstes werden wir dann Funke und Täubchen auf 45 bringen. Und da sind eh schon die ersten von uns, die auf Level 46 bald sind. Deswegen denke ich mal, wird das kein großartiger Stress werden, dass die 46 werden. So, als nächstes ein Glutexo. Da werden wir... da haben wir keine Probleme damit, Täubchen einzusetzen. Das geht klar. Außer Glutexo fängt an mit Steinhagel. Was ich jetzt allerdings eher bezweifle. Weil dieser Attacke haben wir unseren Glurak auch nur durch einen dritten beigebracht. So, Hälfte ungefähr. Ja, ein bisschen mehr sogar. Das bringt uns sehr viel weiter. So, da habe ich kein Problem damit, dass er uns slowlier macht. Ja, mei, haut er halt einen Flammenwurf ins Gesicht. So, solange es ihn glücklich macht. Nach diesem Kampf werde ich dann einen Cut setzen. Tut mir leid, Leute, aber das ist so. Und danach wird dann die letzte... Oh, Glurak... Ne, wir werden hier... Wir bleiben bei Täubchen. Wir bleiben Täubchen treu. Flammenwurf von Glurak könnte Täubchen ganz schön wehtun. Und zwar richtig schön wehtun. Ja, das tut es auch. Verdammt nochmal. Aber... wollen wir mal was Interessantes sehen? Ja, das wollen wir. Was hältst du von dem Kampf hier, von dem Matchup? Ich find's lustig. Glurak gegen Glurak. Das finde ich ein interessantes Matchup. Und das ist sehr effektiv. Wenn es denn jemals Grimasse. Ja, wir sind nur zwei Level schwächer als der, stärker als der. Das ist eigentlich brutal. Wir sind eigentlich ein Kampf auf Augenhöhe. Das ist nicht effektiv. Das ist definitiv nicht effektiv. Aber das ist effektiv. Definitiv. Tja. Da kann er großartig nichts machen. So. Immerhin hatte ich eine Chance. Nicht mal im Ansatz. So, wir heilen unsere Pokémon noch, bevor wir diesen Part beenden. So, ein Hypertrank für dich. Träubchen, hast du gut gemacht, gut gekämpft, und einen Hypertrank für dich, hast auch gut gekämpft. So, und damit verabschiede ich mich bei euch, meine Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge Pokémon Chosen.